Thema Luftfilter. Klingt doof, aber der Luftfilter ist irgendwo doch die Lunge vom Motorrad. Wenn der nicht im vernünftigen Zustand ist und oder richtig gepflegt wird, ist es da schnell mal aus mit der ganzen Geschichte. Und ein Luftfilter, der Dreck durchlässt, weil er nicht richtig gereinigt wurde oder zu lange gefahren wird, ist immer schädlich für den Motor. Deswegen ganz, ganz wichtig, das hier sollte immer im Top-Zustand sein. Um euch die ganze Luftfilterpflege ein bisschen einfacher zu machen, haben wir das komplette Reinigungsset von Twinair im Angebot. Im großen Karton haben wir jede Menge Kleinmaterial, da zeige ich gleich genau, wo es hingehört. Dazu auch noch eine kleine Anweisung, wo das Kleinmaterial hingehört. Und das Wichtigste, alle Utensilien, um den Luftfilter richtig zu reinigen und wieder anschließend richtig einzuölen. Da haben wir einmal Luftfilterreiniger, das passende Luftfilteröl, eine Dose Bremsenreiniger oder Teile, Entfetter, und zwar hauptsächlich, um den Luftfilterkäfig sauber zu machen und oder auch um den Luftfilterkasten vernünftig sauber zu machen. Und zwei verschieden große Eimer, zu deren Nutzen ich gleich komme. Mindestens so, wenn nicht eigentlich schlimmer, sehen eure Luftfilter nach einem Wochenende oder auch einen Tag auf der Motorradstrecke aus. Es wird immer Zeit zum Reinigen. Ist immer Pain in the Ass, ist immer eine Kleerei, ist immer blöde, dauert lange. Deswegen auch mein Tipp, legt euch 3, 4 Luftfilter hin, die ihr denn, wenn sie alle schmutzig sind, einmal gesammelt reinigt, einmal gesammelt wieder einölt und schon habt ihr für die nächsten Einheiten wieder genug Material da. Der erste Punkt, das Reinigen vom Filter, ganz, ganz wichtig. Da haben wir hier in diesem kompletten Kit einmal den großen Eimer. Zum großen Eimer gehört die kleine Drahtspinne, die wird reingelegt. Wofür ist es da? Wenn wir nachher reinigen, setzt sich unten im Eimer immer der Sand ab. Wenn ich jetzt den Luftfilter da reinlege, komme ich auf gar keinen Fall unten wieder mit dem doch schon sauberen Luftfilter in diesen Dreck rein. Warte mal kurz, kipp den Eimer mal bitte nach vorne so. Die zweite große Spinne ist noch das Add-on oben drauf. Die hat ein bisschen Vorspannung, auch die wird eingeklemmt und ist nochmal so eine Art zweiter Abstandhalter. Die zweite Spinne ist nochmal ein zweiter Abstandhalter. Je mehr Flüssigkeit ihr drin habt oder ihr den Eimer auch öfter benutzt, könnt ihr so noch mehr Abstand nach unten gewahren. Den klemmt ihr auch vorsichtig rein und so habt ihr auf gar keinen Fall den sauberen Luftfilter wieder im dreckigen Reiniger. Nächster Schritt wäre dann, ihr füllt erstmal den Reiniger in den Eimer hinein, nicht gleich den ganzen Reiniger. Ich denke, dass maximal halber Inhalt der Dose reicht. Ihr könnt natürlich nachher den schmutzigen Reiniger nach mehrmaligen Gebrauch, das seht ihr selber, wie er sich verfärbt, denn auch fachgemäß entsorgen und den neuen nachfüllen. Normalerweise reicht das schon für einige Wäschen. Da die ganze Sache genau ab jetzt schmutzig wird, ganz, ganz wichtig, dass ihr dabei die Handschuhe anzieht. Die liegen übrigens einmal als Eimerhandschuhe schon im Paket dabei. Tragt sie immer, weil doch der Reiniger ein bisschen aggressiver ist und sollte nicht unbedingt auf die Haut kommen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum nehmen wir Luftfilterreiniger und nicht Benzin, die Oldschool-Methode. Beim langen Nutzen mit Benzin besteht immer die Gefahr, dass ihr die Klebeschichten, wo der Filter aus den einzelnen Teilen zusammengeklebt ist, irgendwann anlöst und auflöst. Ihr merkt auch selber, wenn ihr Benzin nimmt, wird der Filter ganz, ganz schnell weich. Das alles ist nicht besonders gut und nicht besonders langlebig für den Filter. Deswegen nutzt immer den richtigen Luftfilterreiniger, der reinigt genauso gut und ist ein bisschen zärtlicher zum Filter. Wie man jetzt eigentlich ganz gut sieht,
Der Luftfilter ist schon recht sauber geworden. Was ist die Aufgabe vom Luftfilterreiniger? Er löst das Luftfilteröl. Im Luftfilteröl ist der meiste Dreck drin. Beides zusammen wird rausgewaschen. Wie ihr seht, mittlerweile sieht er schon von außen nahezu aus wie neu. Was ich dazu empfehle, zeige ich gleich nochmal. Und zwar ist zwar jetzt das Öl runter und ist jetzt auch ein Großteil vom Schmutz raus, aber um ganz sicher zu gehen, nehme ich immer noch einen extra Wascheimer, befülle den mit heißem Wasser und ein bisschen Pril oder Fit, je nachdem auf welcher Seite des Landes wir leben, um den Filter nochmal definitiv 100% rein, auch von Sandrückständen im Filter selber zu machen. So, der zweite Waschgang. Wie versprochen, jetzt ein sauberer Eimer mit heißem Wasser und Seifenlauge. Da den Filter eigentlich genauso waschen wie eben im Luftfilterreiniger. Und dann werdet ihr zum Ende sehen, dass hier wirklich nochmal die Reste an Sand auf alle Fälle aus dem Filter rauskommen. Wie ihr jetzt seht, Luftfilter sieht eigentlich aus wie neu. So sollte es sein. Man sieht, dass hier keinerlei Flecken mehr drauf sind. Der Sand, alles an Dreck ist komplett gelöst. Letzter Gang wäre jetzt genau unterm Wasser nochmal zu gehen und den Rest an Seifenlauge auszuwaschen, um dann den Luftfilter erstmal vernünftig trocknen zu lassen. Ich würde ihn immer trocknen lassen, im Heizungskeller, wo auch immer es ein bisschen wärmer ist, und wenig Druckluft nehmen. Trocken ist trocken. Wenn er eine Nacht irgendwo liegt, ist er garantiert so trocken, dass ich ihn vernünftig einölen kann. So, und für alle, die glauben, nach dem Luftfilterreiniger ist der Luftfilter sauber, die sehen jetzt, dass, wenn wir danach nochmal heißes Wasser und Seifenlauge nehmen, doch nochmal ein bisschen Sand rauskommt. Da kann man dann auch reinigen mit Reiniger, wie man möchte. Der letzte Sand, der letzte Staub kommt doch erst raus, wenn man heißes Wasser und Seifenlauge nimmt. Und dann ist er wirklich 100% sauber. Zu guter Letzt kommt dann das Einölen mit dem Luftfilteröl. Dafür ist der kleine Eimer. Der ist auch dafür gedacht und den sollte man auch dafür nehmen. Da gibt es verschiedene Wege, die nach oben führen. Ich nutze nach wie vor diesen Eimer, den kann ich luftdicht verschließen. Das Öl kann da drin bleiben und ich habe eine saubere Methode, wie ich auch wirklich überall das Öl in den Luftfilter reinbekomme. Zu guter Letzt jetzt das Einölen vom Luftfilter. Wichtig ist, dass der Luftfilter wirklich ganz trocken ist. Wenn da noch Wasser dran ist, wenn er nicht ganz durchgetrocknet ist, dann funktioniert das auch mit dem Öl wieder nicht gut. Deswegen Luftfilter am besten über Nacht irgendwo im Heizungskeller irgendwo liegen lassen, wo es warm ist, dass er durchtrocknet, und dann vernünftig einölen. Einölen am besten mit diesem kleinen Eimer. Das heißt, ich nehme den Luftfilter, tauche ihn immer wieder vorsichtig in dem Luftfilteröl ein. Das Gute ist am Twin-Air-Öl, das ist tief dunkelblau, da sieht man immer ganz gut, wo schon was ist. Habe ich ihn ein paar Mal da drin eingetunkt, kann ich ihn vorsichtig immer wieder drücken, um dann wirklich das überflüssige Öl auszudrücken und überall dahin zu bringen, wo ich noch nicht war. So, im Idealfall denn wie jetzt überall eine gleichmäßige blaue Farbe, überschüssiges Öl ist wieder raus. Das heißt aber nicht, dass wir den jetzt sofort so einbauen sollten. Am besten jetzt 1 bis 2 Stunden nochmal auslüften lassen. Warum? Noch ist das Öl recht flüssig, mit der Zeit lüftet es ab, wird fester, wird die Konsistenz fester. Dann kann ich ihn einbauen und dann springt das Motorrad auch zuverlässig an. Baue ich ihn so feucht ein, haben wir immer das Problem, das Motorrad springt schlechter an, weil es sich ein bisschen Luftfilteröl immer in den Ansaug mit reinzieht und das natürlich nicht so gut verbrennt. Das ganze Set jetzt noch mit den Deckeln wieder verschließen, dann habt ihr kleine Schweinerei, dass irgendwas ausläuft, könnt ihr euch sauber wegstellen und beim nächsten Mal so wieder benutzen. Dieses, genauso wie neue Luftfilter, das Reinigungsset und alles, was dazugehört, findet ihr natürlich bei uns im Shop.